Ich schaue einfach mal, wann die wieder schreiben und dann gehe ich mal dazu. Weil, auch wenn das Matchmaking-System wohl Räume zusammen schreiben will, sag ich mal, ist das natürlich ungünstig, falls jetzt so ein Spiel, sag mal, 3 Minuten geht, durchschnittlich, und du dich das eine dann immer in der Halbzeit vom anderen quasi zu Ende ist, dann reicht die Minute, die es zum Zusammenführen hätte, trotzdem nicht aus. Deswegen, aber wenn hier jemand fragt nochmal, dann werden die wohl schon da gewesen sein. Und dementsprechend, ja, kann ich nochmal schauen, ob ich da jemanden finde. Und wieder ins Matchmaking bitte, get alive. Ihr dürft gewinnen, wenn es bei mir abstürzt. Real Life Access abgestürzt. Ich habe mir gedacht, ich schaue so lange mal ein bisschen in den Chat. Genau, dann brauchst du aber die 64-Bit-Version. Ach so, ja, das kommt natürlich darauf an, wie viel RAM er drin hat, Molly. Weil wenn er jetzt, sag mal, 2 RAM drin hat und er haut noch 2 rein, dann braucht er, glaube ich, noch nicht unbedingt die 64-Bit-Version. Ich glaube, 4 GB RAM gehen sogar noch mit der 32er, aber alles drüber. Auf jeden Fall war das die Grenze. Mal raus aus dem Matchmaking, bitte. Ja, das bin ich schon. Ja, das Gefühl, dass es geleckt hat, hatte ich gerade auch ein bisschen, aber... Genau, mach mal ein paar Videos, wie du die Strecken fährst. Ja, ich bin auch gerade schon am Aufnehmen. Und da würde noch jemand gerne die KI verbessern. Das finde ich ja schön, ein deutsches Entwicklerstudio für Spiele. Wie es scheint. Das finde ich ja sehr, sehr schön. Okay. Okay. Das finde ich ja sehr sympathisch. Renovierer-Star. Aha. Im Forum wurden schon mehrere Videos verlinkt. Ah, so. Ja, stimmt, gibt ja auch ein Forum. Habe ich es ehrlich gesagt noch nicht reingeschaut, aber ja. Jetzt könnt ihr rein, die anderen kommen bald zurück. Okay. Dann gehen wir mal rein und... Hallöchen! Huhu? Schreibt mal einfach mal... Oder schreibt mal Hallöle. So. Es klappt doch. Also, da bin ich doch sehr, sehr froh drüber. Ja. Vielen Dank. Da freue ich mich. Und uiuiui, der Raum wird ja richtig voll. Was ist das hier aber nicht? Okay. Seit einer Woche lädt er hoch. Der Molly. Oder die Molly. Ich weiß es jetzt nicht. Wahrscheinlich die. Vom Namen her würde ich auf die tippen. Naja. Ein Energy 1. Was habe ich eigentlich für einen Wagen? Nano 1. Ah, den Dr. Kohlrabi hat den, okay. Dann mag ich nicht aufnehmen wegen Performance. Ja, das kann natürlich sein, wenn man nicht wirklich so einen super Rechner hat, dann kann das bei schnellen Spielen wie Rennspielen doch gerne mal zu Performance-Einbrüchen führen. Deswegen habe ich auch nebenbei das Rendern, das ich nebenbei anhatte, vorher abgebrochen, bevor ich hier dazugegangen bin. Und weil ich habe davor ja wie... vorher schon mal genannt, Portal 2 aufgenommen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie die Performance sein wird. Wie sehen denn die Wagen so aus? Die Gleiter, nicht Wägen. Wieso sage ich immer Wägen? Das ist doch... Der sieht cool aus, der Kohlrabi seiner. Der gefällt mir. Also, wenn du das siehst, cooler Gleiter, muss ich schon sagen. Coole Farbgebung. Ist erstmal, wenn dann das soweit ist, die Kamera ein bisschen weiter wegsetzen und dann bin ich mal gespannt. Na, gehen wir mal los hier. So, da hat den ersten Klopf schon explodieren lassen und ich bin im Feuer drin. Verdammt.
Okay. Okay, das ist die coole Strecke mit diesem tollen Tunnel, mit diesem Rohrtunnel. Sowas finde ich immer cool. Das hat mir auch schon bei Trackmania sehr gut gefallen. In der Schneeumgebung war das, glaube ich. Da gab es dann auch so Röhrentunnel und in der Island-Umgebung, in der Inselumgebung gab es auch so Tunnel, so Röhrentunnelchen. Und unter Wasser finde ich auch geil, das hat mir ja auch in Mario Kart sehr gut gefallen. Also das ist eine sehr coole Mischung, wie ich finde. Und ja, ich fahre jetzt einfach mal, was habe ich hier jetzt? Ach so, das ist andere wegschubsen, dieses Ding oder wie? Okay, okay. Bringt mir jetzt gerade halt nichts, aber da springt noch jemand anderes durch die Abkürzung. Okay, bin also nicht der Einzige, der die Abkürzung hier schon kennt. Ah, hab leider das Boost nicht erwischt. Das leider auch nicht, verdammt. Ja, vielleicht kann ich ja jetzt jemanden erwischen. Okay, da ist gerade irgendwas Flammendes hochgeflogen. Okay, die Bälle, die halten sich halt auf dem Boden. Oder wie sehe ich das? Okay, da kann ich jetzt mal drauf schießen. Vielleicht klappt es ja. Einfach mal reinschießen. Immerhin Siebter, ich bin immerhin ein guter Mittelspieler, sag ich mal. Was war das jetzt? Lass das, ich hasse das. Okay, okay, es hat gerade, glaube ich, kurz ein klein wenig geleckt, aber auf. Und da bin ich kaputt. Ja. Gut, dass man da dann neu aufgesetzt wird. Wenn auch etwas weiter hinten. Mal schauen, ob ich das wieder aufholen kann. Da hat es gerade noch jemanden zerschossen. Okay. So kurz, wenn ich jetzt hier ganz stark nach links ziehe, dann geht vorher wirklich in der Tat der Wagen ein Stück nach rechts und ja, damit kann ich im Prinzip taktieren, um noch so Boosts noch zu bekommen. Okay. Ja, mal schauen, ob ich da noch was drehen kann. Ich würde ungern Letzter werden. Das wäre ja nicht so schön. Na. Diesmal habe ich den Boost wenigstens bekommen. Und diesen auch. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Das sag ich dir, das sag ich dir. Du, ich lass mich nicht von dir treffen. Wer auch immer du da hinter mir bist. Au, was soll das denn? Wieso bin ich da gegen die Decke geknallt? Wie uncool. So, jetzt habe ich mal auch so einen Kreisel, so einen Granatenkreisel in die in den Boost reingesetzt, in den Turbo. Hab leider keinen Boost mehr, keinen Boost, schade. Na, Elfter. Also immerhin zwei Plätze konnte ich wieder gut machen. Okay. Ein Catfish. Okay, ein Katzenfisch. Wie sieht wohl ein Katzenfisch aus? Ich versuche es mir gerade vom inneren Auge vorzustellen, aber ich komme auf keine Lösung. Okay. Sehr schön. Das hat doch wirklich Spaß gemacht erstmal. Und es geht, lässt sich durchaus spielen im Multiplayer Online. Also das ist wirklich, hat mir sonst beim ersten Versuch was aufzunehmen, das Render nebenbei die Performance runtergehauen. Deswegen habe ich das auch nicht hochgeladen. Ja, Tier 1 Deathways. Deathways ist cool. Practice funktioniert da besser, ja, aber Practice hat halt, ja, nur dich selber. Was, dass die Strecken manchmal keinen Hintergrund haben, bei mir kommt auch durch Rampenprobleme, oder? Interessant, das würde mich jetzt mal interessieren, ob das daran liegen kann. 3000er DSL ist das Spiel momentan eher ruckelhaft spielbar, weil das passiert immer erst nach ein paar Rennen. Ja gut, dann wenn es nach ein paar Rennen passiert, dann denke ich mal durchaus, dass das am RAM liegen kann. Aber ich kenne mich da nicht aus. Ich denke aber, dass die
Entwickler da gleich Stellung zu nehmen werden. Ja. Sehr schön, dass hier mal was los ist. Und ja. Auch der Hinweis, also die haben in der Mail einen Hinweis mitgeschickt, wenn man mit anderen spielen will, dann soll man versuchen zwischen, was war's jetzt, 19 und 21 Uhr, glaube ich, online zu kommen. Aber zu der Zeit werde ich später wahrscheinlich wieder mit ein paar anderen Vindictus spielen, wo ich mich zu habe überreden lassen, unter anderem mit der Meroko, die ich in Portal 2 Part 11, glaube ich, schon mal erwähnt habe. Und wer sich da wundert, dass da der Name irgendwie ein bisschen komisch klang, dem sei gesagt, dass ich da ein bisschen das lauter stellen musste, weil irgendwie gerade in dem Moment mein Mikro sich leise gedreht hat und auch ein Stück weggeschnitten habe, weil das irgendwie in der Aufnahme ganz anders rauskam, als es überhaupt, als ich es gesagt habe. Ja. Da kam irgendwie, das klang nach einem falschen Wort, das ich eigentlich gar nicht gesagt habe. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das, was da sonst rausgekommen wäre, dass ich das nicht gesagt habe. Deswegen habe ich mal mir erlaubt, da an dieser Stelle ein wenig in der Tonspur rumzupfuschen, sag ich mal. Ja, aber jetzt sind wir nicht bei Portal, jetzt sind wir bei Quantum Rush, auch wenn wirklich, wie gesagt, beide sehr, sehr geile Spiele sind. Das muss ich mal schon so sagen. Und hier rüber, das ist eine Meisterleistung. Achter, komm. Irgendwie, an irgendwas erinnert mich die Musik gerade, an irgendein Lied. Welches Lied war das denn? Kann ich hier... Ach, das war dieses... Okay. Okay. Den Boost will ich mitnehmen und mich dann gegen die Wand schleudern. Na super. Na komm. Ah, das ist immer so ärgerlich, wenn man gerade einlenkt und dann wird man neu aufgesetzt auf eine Geraden, dann stößt du immer kurz gegen die Wand, aber passiert. Kann man nichts dran ändern und hier kann man auch cool an der Wand fahren, theoretisch, aber möchte ich es nicht machen, bringt mir jetzt nichts. Mal ein bisschen den Gleiter aufladen. So, da hinten kann man zwar langfahren, will ich es aber nicht machen. Ich bleib lieber gern hier auf der Strecke, um jetzt hier lang zu düsen. Oh, dammit, da bin ich zu stark eingelenkt und jetzt gib Gas. So, Zehnter. Sag mal, ich bin doch... diesmal sind es drei Runden. Das ist ja interessant. Das hatte ich ja noch nie. Okay, also noch eine Runde. Dann kann ich vielleicht sogar noch mal ein paar Plätze gut machen oder verlieren. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist die Steuerung sehr gewöhnungsbedürftig mit Tastatur. Aber es geht. Also es geht. Am Anfang habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, aber man gewöhnt sich wirklich dran. Man muss halt wirklich mit zwei Händen arbeiten. Das ist, denke ich, klar. Man hat wirklich eine Hand mit allen fünf Tasten zum Lenken, so mache ich es zumindest. Und die andere Hand habe ich eben dann zum Item einsetzen und schießen. Und wie ich gesehen habe, gibt es die Tasten zum Lenken zumindest und zum... Power-Ups wechseln, beziehungsweise Pick-Ups heißt das Ganze hier, glaube ich, doppelt belegt. Ich nutze aber die linken Tasten bei WASD, weil dann komme ich mit der rechten Hand ganz gut an die Leertaste und die Alt-Taste zum Einsetzen hin. Das ist, denke ich, ein ganz guter Kompromiss und das war jetzt dumm, nur weil ich drüber wollte. Okay, einen Platz habe ich verloren, schade. Diesmal bin ich hinter den Entwicklern. Naja, gut, aber man merkt schon, die kennen ihr Spiel. Die kennen ihre Strecken, die kennen ihre Fahrzeuge. Ja. Aber es sind fast mehr Entwickler als Spieler. Es fällt mir gerade so auf. Kommt mir zumindest so vor. Wobei, ja, doch ein Entwickler mehr als Spieler. Aber das passt schon. Und, ja.
Laserwaffen verursachen durch ihre energetischen Eigenschaften sowohl an Schilden als auch an Panzerung gleichmäßigen Schaden. Schilde und Panzerung, was ist da der Unterschied? Ist mir jetzt noch nicht so bewusst geworden, ehrlich gesagt. Ja, die... Ja gut, verlieren nicht unbedingt. Läuft auch recht flüssig auf die vorderen Plätze. Schaff ich's auch nicht. Ah, das war doch... Ach Mann, das sollte noch ein Punkt sein. Das sollte noch ein Kringel sein, Mensch.